Ina Iske, Kurt Schwän. Er spricht Margot Ziegenrücker. Vierter Abschnitt: Musiktheater. Schwäns Interesse gilt dem Ensemble der Künste, nicht der Musik allein. Seit 1961 ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR, nutzt er jede Möglichkeit, auch von den Schwesternkünsten zu profitieren. Es gibt keine Ausstellung der Akademie, deren Eröffnung er versäumt. Meist sieht man ihn gemeinsam mit seinem Freund, dem Grafiker Werner Klemke. Das entscheidende Erlebnis für den Opernkomponisten Schwän wurde die Zusammenarbeit mit Brecht. Er lernte ihn 1953 kennen, vertonte auf dessen Wunsch deutsche Volksdichtungen, die Brechts Meisterschüler Vera und Klaus Küchenmeister gesammelt hatten, und schrieb anschließend die Bühnenmusik zu dem Volksstück Hans Prim oder Kühnheit zahlt sich aus. Text Martin Heinetschow, das bei der ersten Matinee des Berliner Ensembles zur Uraufführung gelangte. Brecht gefiel die Musik. Es wird wenig Leute geben, welche die lustige und wahrhaft edle Musik Schwäns nicht schön finden. Aber das Einstudieren dieser Musik wird vielleicht nicht ganz leicht sein. Von solchen Schwierigkeiten in der Kunst darf man sich niemals abhalten lassen. Die guten Musiker bereiten dem Ohr Überraschungen. Sie vermeiden das Abgedroschene. Was zunächst verblüfft, wird schnell als erfrischend empfunden, wenn es fleißig geprobt wird. Erleichtert wird das Probieren durch das Verständnis dessen, was der Musiker beabsichtigt. 1955/56 entstand die Musik zu Brechts Lehrstück »Die Horatia und die Curiatia«, ein Werk, das für Schwäns Schaffen eine Schlüsselposition einnimmt. Brecht schrieb den Text bereits 1934. Er geht auf eine Begebenheit aus der römischen Geschichte im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück und demonstriert Hintergründe von Angriffs- und Verteidigungskriegen. Die räuberischen Curiatier haben beschlossen, ihre friedlichen Nachbarn, die Horatier, zu überfallen, um sich deren Boden und Erzgruben anzueignen. Den Horatiern bleibt nur die Wahl, sich zu unterwerfen und Hungers zu sterben oder sich zu widersetzen. Obwohl ihre Waffen schlechter sind als die des Feindes, beschließen sie, um ihr Leben zu kämpfen. Brecht nannte dieses Stück ein Lehrstück über Dialektik für Kinder. Es erfordert aktives Mitdenken, um die Wechselbeziehungen der Handlung zu begreifen. Die eindringliche, bilderreiche Schilderung der unterschiedlichen Ziele beider Lager zwingt zur Stellungnahme. Es ist eine Voraussage der Niederlage des Faschismus. Ursprünglich hatte Brecht als Begleitung nur Trommeln empfohlen. 1955 fragte er Schwän, ob er die Musik dazu schreiben würde. Dieser sagte freudig zu, schrieb einzelne Nummern und spielte sie Brecht am Klavier vor. Das spontane Urteil des Dichters: die Musik sei farbig, melodiös und hätte Größe. Die Orchesterbesetzung, nur Bläser, Schlagzeug, Klavier und Kontrabass, entsprach Brechts Vorstellungen und Neigungen. Er liebte die Geigen nicht. Es gab intensive Diskussionen um einzelne Nummern und die szenische Aufführungspraxis. Die beiden Chöre der Horatia und Curiatia sind deutlich zu trennen. Sie geben Impulse, kommentieren und werten. Drei Heerführer aus jedem Lager stehen jeweils für ein Heer, dessen Stärke durch auf Schulterleisten befestigte Fähnchen angezeigt wird. Sie sind die agierenden Sprechrollen und sollten nach Brechts Vorstellungen nicht älter als 13 Jahre sein, da Schüler später oft unbeholfen und linkisch wären. Die Musik besteht aus knappen, vorwiegend einstimmigen Chören und instrumentaler Bühnenmusik. Der Sinngehalt der Worte wird ohne Scheu vor Härte klar und kompromisslos verdeutlicht, wichtige Erkenntnisse und Verallgemeinerungen zur Bekräftigung wiederholt. Nicht materielle Überlegenheit, sondern moralische Stärke, Verteidigungswille und Erfindungsgeist entscheiden den Kampf. Die Instrumentalnummern reflektieren die Ereignisse der einzelnen Schlachten und sind motivisch miteinander verflochten. Auch sie haben eine wichtige dramaturgische Funktion und wechseln zunächst in größeren, dann immer kürzeren Abständen mit Chornummern und Sprechstellen. Von besonderer Bedeutung ist die Musik zu den Sieben-Lanzen-Verwertungen, über die es eingehende Gespräche mit Brecht gab.
entsprechend der Idee dieser Szene, viele Dinge sind in einem Ding, wählt der Komponist für die einzelnen Lanzenverwertungen Variationsformen. Ich habe Brecht nie als schwierig zu vertonen empfunden, vielleicht weil die Musikalität der Sprache und die Knappheit der Aussage mir so sympathisch waren und mir entgegenkamen. Und Brecht lehrte mich die Kürze und die Beachtung des Details. Obgleich die Partnerschaft nur kurz währte, Brecht starb 1956, resultierten für Schwän daraus nachhaltige Eindrücke, die besonders in seinen Bühnenwerken und in seiner Arbeit mit Kindern immer wieder spürbar werden. Die Funkoper Fetzers Flucht, Text Günter Kunert, war die nächste Station auf dem Weg zum Musiktheater. Kunst als Mittel der Bewusstseinsbildung, im brechtschen Sinne angewandt, begegnet uns in der Geschichte des republikflüchtigen Harry Fetzer. Leider war diesem ausgezeichneten Werk durch eine später umstrittene Bearbeitung als Fernsehoper ein unverdientes Schicksal beschieden. Von niemandem beauftragt, in einer Periode höchster gesellschaftlicher Belastung, schrieb Schwän 1960 innerhalb von 6 Wochen, wie unter einem Zwang, seine erste Oper Leonce und Lena nach dem Lustspiel von Georg Büchner. Er übernahm nicht den gesamten Text, sorgsam wählte er aus, was einer Oper dienlich ist, was nach Musik verlangt und was gesprochen bleibt. Durch einen Einschub aus Büchners revolutionärer Flugschrift »Der hessische Landbote« erhielt die Gestalt des Valerio gesellschaftskritische Schärfe. Es entstand eine lyrische Kammeroper, in der Büchners schöne Sprache durch die Musik noch unterstrichen wird. Die Uraufführung im Apollosaal der Deutschen Staatsoper zu den Berliner Festtagen 1961 unter der Regie von Erich Alexander Winz ist später nicht wieder übertroffen worden. Seit jenem Erfolg ist Schwän immer auf der Suche nach einem guten Libretto. Kritisch sichtet er die Literatur der Klassik wie der Gegenwart. Nach der Morgengabe und dem Ballett Die Ballade vom Glück gelang Schwän mit Pinocchios Abenteuer nach einem Libretto von Vera und Klaus Küchenmeister ein neuer Operndurchbruch. Seit ihrer Uraufführung in Zwickau 1970 ist diese Oper für Kinder an vielen Bühnen gespielt worden und gehört fast zum klassischen Repertoire. Sie setzt neue Maßstäbe. Die Oper für Kinder muss eine Gattung der Oper schlechthin sein, gleichberechtigt und nicht weniger bedeutsam als das den Erwachsenen zustehende Genre. Nur wenn wir davon ausgehen, werden wir Fortschritte erzielen. Man muss sich vor jeder Unterschätzung des Kinderpublikums hüten, betont Schwän. Die Berliner Hochschule für Musik Hans Eisler wünschte zu ihrem 30-jährigen Bestehen eine Oper, die als Jugendobjekt eigenständig von Studenten als Examensarbeit inszeniert und gestaltet werden sollte. Der Gedanke reizte Schwän und er sagte zu. Zunächst aber fehlte ein Libretto. Immer aufs Neue unter dem Mangel an geeigneten Texten leidend, schreibt der Komponist in den letzten Jahren seine Libretti häufig selber oder stellt sie sich selbst aus der klassischen Literatur zusammen. So auch diesmal. Im Jahre 1978-79 entstehen 2 Kurzopern für die Hochschule, Der eifersüchtige Alte nach einem Zwischenspiel von Cervantes und Der Fischer von Bagdad nach einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Beide kammermusikalisch besetzt, 2 Klaviere und 3 Blasinstrumente bzw. 7 Blasinstrumente und Schlagzeug und im gleichen Zeitraum entstanden, unterscheiden sie sich doch völlig in ihrem Charakter. Der eifersüchtige Alte ist ein Kammerspiel mit 4 Darstellern, der Chor hat keine tragende Bedeutung. Der Fischer von Bagdad hingegen gleicht fast einer Volksoper, bei der der Chor, das Volk, eine entscheidende Funktion erfüllt. Amüsantes, geistreiches Theater in beiden Fällen. Die Fabeln, kurz und spannend, 2 kunstvoll gearbeitete, vergnügliche Stücke in der für Schwän charakteristischen, knappen, melodisch pointierten Sprache, die Gestus und Haltung der Singenden auf der Bühne genau umreißt, gelegentlich mit durchaus anspruchsvollen Koloraturen den Sängern nichts schenkt. Mit viel Engagement, großer Einsatzbereitschaft und hohem technischen Können gestalteten die jungen Künstler beide Opern
zu denen Kunsthochschüler aus Weißensee Bühnenbild und Kostüme schufen. Natürlich regte der Erfolg der beiden Opern den Komponisten an, weiteres für die Bühne zu schreiben. Ohne äußeren Anlass entstand 1981 die Oper »Das Spiel vom Dr. Faust«. Schwen bemerkt dazu: »Mir schwebte die Bezeichnung tragische Operette vor. Tragik und Satire begegnen sich. Die Ebenen wechseln. Halb Puppenspiel, halb Oper, Arien und Songs. Faust, ewig forschend, daher unzufrieden, in die Grenzen der Erkenntnis seiner Zeit gepresst, von seiner Ungeduld zu einem fatalen Pakt getrieben, von seinem gutgläubigen Publikum zu billigen Zaubereien gedrängt. Hans Wurst, ein Mann des Volkes mit gesundem Menschenverstand, naiv, durch Interesse und Mitleid an das Leben seines Herrn gebunden. Der Komponist schrieb sein Libretto unter Benutzung alter Quellen. Zitate aus dem Volksstück vom Dr. Faust von 1587 übergab er einem Ausrufer, der die Handlungsabläufe missbilligend ankündigt und sofort auf den Widerspruch des Hans Wurst stößt. In diesem zwischen Ernst und Groteske angesiedelten Stück darf Faust nicht untergehen. Charon, unzufriedener Diener des Pluto, nimmt ihn nicht an. Faust wird sein Leben überdenken und fortsetzen müssen. Auch hier beschränkt sich der Komponist auf ein kammermusikalisches Instrumentarium, 7 Blasinstrumente, Klavier, Pauke, Schlagzeug, Kontrabass. Musical-ähnlich entstand ein Stück, bei dem einige Partien auch von singenden Schauspielern übernommen werden können, wieder eine neue Nuance in seinem Schaffen für das Musiktheater. Unverwechselbar Schwäns Handschrift tragend, birgt jedes Opernwerk inhaltlich und stilistisch etwas Neues. Nur seine Vorliebe für kammermusikalische Besetzung und Transparenz der Partitur gilt für alle seine Stücke gleichermaßen. Denn, so meint der Komponist, wenn auf der Bühne 200 Personen stehen, erstickt die Kunst unter Kostümen und Dekorationen. Das Detail wuchert, Gerüste bedrohen die Sänger, ganze Mannschaften zertrampeln die Töne, unfähig zu singen wie zu atmen. Warum uns selber zerfleischen? Warum uns selber zerfleischen, Kuriatia? Wieder ist ein Winter vergangen und immer noch tobt in unseren Mauern der schlimme Kampf um den Landbesitz und den Besitz der Erzgruben. Darum haben wir beschlossen, uns unter die Waffen zu stellen und in 3 Heerhaufen vorzustoßen in das Land der Horatia zu ihrer völligen Unterwerfung und zur Aneignung aller ihrer Habe. Und Werkzeuge aus, sonst werden wir euch überziehen mit einer solchen Heeresmacht, dass keiner von euch entrinnen kann.